So, es geht weiter mit Let's Play Mass Effect 2. Endlich stehen wir den Kollektoren gegenüber. Wir konnten sie abpassen. Sie sind hier schon wieder auf einer neuen... Wir sind am Boden. Morden, sind Sie sicher, dass die Panzerungs-Upgrades uns vor den Seeker-Schwärmen schützen können? Lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Müsste aber in gewissem Rahmen das Aufspüren erschweren und uns für die Schwärme unsichtbar machen. Theoretisch. Theoretisch? Technologie noch im Experimentalstadium. Einzig möglicher Test ist Kontakt mit Seeker-Schwärmen. Freue mich aufs Wiedersehen, falls Sie überleben. Danke, Morden. Ja, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Folgenanzahl habe ich vergessen, aber jetzt geht's gegen die Kollektoren. Ich bin gespannt. Ich spiele ja nach wie vor den extremen Modus. Louis ist mal hier drauf und sie kann ruhig auf die Schuriken bleiben. Wechseln Sie! Okay, da kommen die Kollektoren. Geh in Deckung! Jetzt kommt's! Komm hier rüber. Treffer. Richtig geile Partikelwaffen. Los geht's! Okay, wir haben es geschafft. Energiezellen. Die geben uns immer direkt volle Munition. Das ist eigentlich ganz cool. Datenpad, das werden wir gleich hacken. Ist da oben noch irgendwas gewesen? Also zwischendurch immer wieder mal speichern. Fuck! Kommando, wir empfangen alle möglichen Störungen. Wir können nicht länger auf Empfang bleiben. Die Kollektoren stören die Kommunikation. Wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Geh jetzt. Schwere Waffen! Oh nein! Oh,
Oh, fuck! Warum regeneriere ich mich denn nicht? Das ist ein bisschen ätzend gerade. Okay, da habe ich mich ein bisschen übernommen. Sorry. Das wundert mich immer, warum das immer so ewig dauert, bis der sich wieder regeneriert. Kann auch daran liegen, dass es ein bisschen schwieriger ist im Schwierigkeitsgrad. Ich weiß es nicht. Okay, da bin ich auch... Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass die blöden Viecher... Boah, die sind sogar gepanzert. Scheiße. Komm hier. Jetzt kommt's! Scheiße, das steht noch einer. Hass komplett. Diese Dinger sehen aus wie die Husks, die die Geth auf Eden Prime eingesetzt haben. Die Geth hatten diese Technologie von der Sovereign. Der Unbekannte hatte recht. Es gibt eindeutig eine Verbindung zwischen Kollektoren und Reapern. Okay, damit haben wir dann, glaube ich, auch letztendlich den Beweis. Datenpad. Boah, dringend mal Munition. Das wäre halt echt mal cool. Ich gucke mich mal hier oben noch um. Okay, ist auch nichts mehr. Eieiei, die sind echt nicht ohne. Toter Kollektor. Das könnte sich noch als nützlich erweisen. Schweres Hautgewebe. Toter Husk. Diese Kreaturen waren mal Menschen. Ist das das Schicksal der Kolonisten? Nein. Auf Eden Prime wurden riesige Pfähle benutzt, um Leute zu Husks zu machen. Drachenzähne. Sowas gibt's hier nicht. Das sind nicht die Kolonisten. Die Kollektoren haben sie aus einem anderen Grund verschleppt. Lebend. Das sind nicht die gleichen Kreaturen, gegen die ich auf Eden Prime gekämpft habe. Sie sind fortschrittlicher, weiterentwickelt. Sterben aber immer noch, wenn man sie erschießt. Ja, wohl wahr. Die Kollektoren führen bestimmt irgendwelche Experimente an den Kolonisten durch. Was sie wohl vorhaben? Vielleicht ist es besser, die blutigen Einzelheiten gar nicht zu kennen. Der einzige Weg, das rauszufinden, ist, sich gegen sie zu stellen. Die Kollektoren dürfen nicht mit noch mehr Opfern davon kommen. Wir greifen ein. Jawohl, Sir. Genau wie in Freedom's Progress. Gesamte Kolonie. Einfach weg. Oh, verdammt. Natürlich! Gib dir Feuerschutz, Jacob. Miranda, du könntest mir sonst... Habe Schilde verloren. Gehe jetzt. Ich hab sie. Ah!
bin ich Idiot? Warum bin ich davor gelaufen? Verdammt. Eieiei, das war richtig dämlich. Ah, ich hätte einfach in Deckung bleiben sollen. Ich habe gedacht, der kann mich nicht von da oben abschießen, aber konnte er. Verdammt, Axt. Eieiei. Ich mach gerade ganz schön Scheiß mit meiner Crew hier. Okay, zumindest müssen wir das nicht nochmal machen. Genau wie in Freedom's Progress. Gesamte Kolonie. Einfach weg. Bin dabei! Ich glaub einfach drauf. Augen nach vorne! Aber nicht alle, irgendwo ist noch einer. Holy shit. Es gibt schon so ein paar Gegner, auf die ich mich überhaupt nicht freue. Die werden richtig lästig. Die Husks sind eine der Gegner, auf die ich mich überhaupt nicht freue. Die sind jetzt ein bisschen doof, dass sie eine Panzerung haben und ich die erst durchschießen muss. Sonst sind die eigentlich immer ein One-Shot mit der Schrotflinte, aber... mal die ganzen Räume noch kurz angucken und dann geht's weiter. Okay. Da hinten war noch irgendwas. Kapseln. Ganz schön eklig. Okay, hier ging es nicht raus. Okay. War ich schon drin, oder? Ja. Kolonie.
Mist in Stase. Scheint eine Art Stasefeld zu sein. Man bleibt bei Bewusstsein, ist aber völlig hilflos. Sie sind schon ziemlich lang in diesem Zustand. Er muss vom Schiff aus aufrechterhalten werden. Partikelstrahler. Kollektoren Partikelstrahler erhalten. Die folgende Gruppe können diese Waffe jetzt benutzen. Oh yes, baby. So dann großen Verdacht, dass da gleich die Schießerei wieder losgeht. Gibt's hier oben irgendwas? Computer hacken. Weiß, weiß, das grün. Grün und lila. Okay, dann wollen wir uns wohl in den Kampf stürzen. Wir haben jetzt die Kollektoren-Partikel-Waffe. Die wird wichtig, gerade gegen richtig starke Gegner. Und da kommen einige auf uns zu. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Und da habe ich echt Mörderschiss vor. Zeit für mich mal wieder zu speichern. Kontrolle. Übernehme die rechte Kontrolle. Lass mich durch! Das tut Ihnen weh. Meine Angriffe. Scheiße, sind da viele. Übernehme Kontrolle über diese Form. Direkt natürlich. Nehme Deckung. Ah, ich habe natürlich wieder keine Munition in dem Ding. Ziel an! Natürlich! Ich weiß, dass Sie das spüren. Los geht's! Das erwartet Sie. Yeah! Mag diesen blöden Kollektoren-General nicht. Irgendwo ist hier noch einer. Die Musik hört ja nicht auf. Ob da wirklich was drin ist?
weiter. Treppe für nichts genommen. Gesellschaft. Kommen Sie da raus! Sofort! Sie sind ein Mensch! Was machen Sie hier draußen? Sie führen Sie doch direkt hierher! Ich habe einen Weg freigeräumt. Sie können von Glück reden, dass Sie jetzt nicht im Frachtraum eines Kollektorenschiffes hocken. Das waren Kollektoren? Soll das heißen, die gibt's wirklich? Ich dachte, die wäre nur eine Erfindung. Sie wissen schon, Propaganda. Damit wir im Gebiet der Allianz bleiben. Nein. Sie haben Lilith. Ich habe gesehen, wie sie umfiel. Und Stan auch. Verdammt, sie haben fast alle erwischt. Wie heißen Sie? Und was ist Ihre Aufgabe hier? Mein Name ist Delan, Mechaniker. Ich wollte hier unten nach dem Hauptraster sehen, nachdem wir unsere Kommsignale verloren hatten. Plötzlich hörte ich Schreie. Ich habe draußen nachgesehen und da waren ganze Schwärme von Käfern. Jeder, den sie berührten, ist einfach eingefroren. Dann habe ich die Türen versiegelt. Verdammt. Die Allianz ist schuld. Sie hat diesen Chief Williams hier stationiert und die Verteidigungstürme errichtet. Nur dadurch wurden wir überhaupt zum Ziel. Ja, naja. Naja, ich weiß ja nicht. Verteidigungsmaßnahmen sind doch gar nicht so schlecht, wenn man in diesem Terminus-System unterwegs sind, wo 80% nur Piraten sind. Also von daher. Warum glauben Sie, dass das alles die Schuld der Allianz ist? Wir sind nur eine kleine Kolonie. Niemand hat uns gestört, bis wir diese verdammten Verteidigungstürme aufgestellt und damit die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt haben. Ich habe den Ratssektor verlassen, um meine Ruhe vor der Allianz zu haben. Wenn du mit denen zu tun hast, kommt dabei nie was Gutes raus. Die Kollektoren überfallen abgelegene Kolonien. Die Allianz wollte helfen. Ich brauche ihre Hilfe nicht. Sie hat zu viele Hintergedanken. Die Vertreterin hat gesagt, sie soll nur die Türme online bringen. Aber ich sage Ihnen, da steckt mehr dahinter. Erzählen Sie mir von den Verteidigungstürmen der Kolonie. Ein Geschenk der Allianz. Leistungsstarke Guardian-Laser. Sollen feindliche Schiffe davon abhalten, in der Nähe der Kolonie zu landen. Wir mussten extra einen großen unterirdischen Generator bauen, damit die Dinger genug Saft haben. Das Problem war nur, dass wir die Zielsysteme nie online gekriegt haben. Also gab uns die Allianz ein riesiges Geschütz. Aber das konnte nicht mal gerade ausschießen. Diese dämlichen Idioten. Okay, man merkt, der mag die Allianz sehr. Ja. Erzählen Sie mir mehr über die Vertreterin der Allianz. Chief Williams? Die soll ja angeblich eine Art Heldin oder sowas gewesen sein. Hat mich aber nicht beeindruckt. Sie wäre besser daheim im Ratssektor geblieben. Irgendeine Idee, was sie auf Horizon gemacht hat? Sie sollte uns dabei helfen, die Verteidigungstürme in Betrieb zu nehmen. Ich hatte aber den Eindruck, dass sie wegen was anderem hier war. Vielleicht hat sie uns ausspioniert. Wenn Sie Verteidigungsanlagen haben, können wir gegen das Kollektorenschiff vorgehen. Dazu müssten Sie zuerst das Zielsystem kalibrieren. Es hat nie richtig funktioniert. Das schaffen wir schon. Sagen Sie uns nur, wo wir hin müssen. Zum Haupttransmitter auf der anderen Seite der Kolonie. Ist kaum zu verfehlen. Die Zielsteuerung ist unten.
Sie kennen die Kolonie und die Ausstattung. Sie kommen besser mit uns. Kommt überhaupt nicht in Frage. Hm. Ja gut, was... Hm. Sie wären vermutlich nur im Weg. Genau das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich lasse sie raus und verschließe dann die Tür wieder hinter ihnen. Ich will kein Risiko eingehen. Viel Glück. Sie werden es bestimmt brauchen. Okay, zum Raumhafen gelangen. Ich hatte ehrlich gesagt, dass ich vorgehabt, ihn mitzunehmen. Aber... Da ist noch ein Safe. Ja, an dieser Stelle einmal speichern bitte. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir das Kollektorenschiff vom Himmel holen können. Ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch das ein oder andere Mal sterben werde. Na gut, schauen wir mal. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.